wir gehen jetzt direkt weiter in den Future Walk. Willst du mal anklopfen vorher? Ist ein bisschen, die, noch ein Gespräch. Ich glaube, ja, wir können da gleich mal gucken, ob da der Kollege schon bereitsteht. Ja, ich glaube schon. Und vielleicht hat der ein oder andere sich von euch ja uns schon mal auch gefragt, wie streamen wir hier eigentlich live aus der Halle? Ne? Da gibt es nämlich so ein richtig cooles Produkt, was wir euch ja zeigen werden. Das gab mal bei einer Deutschlandtour vor 2 Jahren, gab es mal so einen kleinen Beitrag von uns, aber das haben gar nicht mehr so viele mitbekommen. Und es gibt dann natürlich jetzt auch was Neues, was wir auch lustigerweise schon direkt hier im Einsatz haben, was wirklich perfekt funktioniert. Das, was ihr liegt quasi, nutzen wir simultan an Kims Gürtel. Genau, und das ist der Hanno von LiveU. Grüß dich, Hanno. Hallo, hallo. Genau, erzähl uns doch mal ein bisschen was zur neuen LiveU. Was gibt's da Neues? Ja, wir haben hier die Solo Pro, wie sie hier auf dem Tisch liegt. Vom Formfaktor ähnlich wie die Solo, die ihr vielleicht schon kennt aus der Vergangenheit. Also klein, handlich, nicht mal 1 Kilogramm schwer. Sie hängt jetzt hier am Strom. Also sie hat natürlich auch eine eigene Batterie, die 3 Stunden lang hält. Man kann hier, wie gesagt, externe Modems anbinden, bis zu 4. Ich habe die Unit auch noch im WLAN hier von der Messe dran und Ethernet hat sie auch noch. Also man kann hier über mehrere Schnittstellen bonden. Kann ich denn mit der denn theoretisch über 6 Schnittstellen bonden? Weil die Solo konnte ja 2 Modems, WLAN und Ethernet. Wie ist es bei der, wenn ich sogar 4 Modems anschließen kann? Genau, das ist wieder ähnliches Prinzip. Also ich kann alle Schnittstellen gleichzeitig benutzen. Und also auch 6 wirklich bei der, genau, bei der. Richtig, genau. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann wird zugelegt, genau. Und in welchen Videoformaten kann ich das ausspielen? Full HD oder 50 Bilder pro Sekunde? Oder was kann ich maximal mit dem Gerät streamen? Maximal 4K. Da liegt die Latte auch höher als in der Vergangenheit. Also 4K kann rein, HD natürlich auch. Und dann wird das Ganze übertragen an CDN eurer Wahl, deiner Wahl. Ja. Und dort ist ja immer noch gang und gäbe, denke ich, für die meisten in Full HD zu senden. Man kann es aber auch an die eigene CDN-Struktur senden und dort entsprechend dann anpassen. Und weiterverarbeiten, wenn man das eben möchte. Ja, super coole Sache auf jeden Fall. Ist es bei der Version auch so wie bei der alten, dass es eine HDMI-SDI-Version gibt oder gibt es noch eine Version, die beide Schnittstellen aufweist? Weißt du das? Ja, es gibt 2 Modelle. Ich habe hier ein Modell, das hat beides. Also es hat HDMI und SDI. Und dann gibt es eine, die ist auch ein bisschen günstiger, die hat dann nur HDMI. Genau gleich, ja. Ja, und jetzt wisst ihr ganz genau, wie wir uns unser Setup auch immer fahren, weil anders würde es gar nicht gehen, ohne eingebauten Akku und so weiter. Wir müssen dann durch die Hallen, die natürlich, wo sehr viel funkt, irgendwie zu euch durchkommen. Und das geht tatsächlich auch dank LiveU. Also ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne.